So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. In dieser Spezialfolge würde ich euch gerne mal den Spawn zeigen, wo sich einiges getan hat. Ach ja, ich bin ja auch hier. Weil ich ja die Dinge abgeschalten habe. Und alles repariert habe. Ach, das Ding läuft ja gerade hoch. Okay, wir müssen jetzt spawnen. So. Damit uns niemand auf den Sack geht, machen wir jetzt mal kurz unsichtbar. Und gehen in den Flugmodus. Hier bei den Schildern hat sich nicht viel getan, außer dass man jetzt hier ein paar Sachen hat. Für die Bahnlinien, die es gibt. Und eine von den Sachen ist, die Häuser von Sören sind jetzt weg. Weil ich will hier nämlich einen richtigen Markt etablieren. genau. Wow, einen richtigen Markt etablieren. Hier haben wir schon so ein paar Verkaufsstände gemacht. Und das ist halt so ein offener, ne, so ein typischer Marktplatz halt. Den wir vielleicht auch noch hinten erweitern können. Man sieht, man kann diverse Sachen kaufen. Davon werden wir wahrscheinlich im Let's Play auch Gebrauch machen. Zum Beispiel gibt es hier Sachen, die auch wir noch nicht haben. Hier zum Beispiel diversen Stuff. Das hier alles, haben wir alles noch gar nicht. Das hier glaube ich ja. Die Erben haben wir noch nicht. Also es sind ein paar Sachen, die wir noch nicht haben. Ja, hier ist so der Ramschladen für die ganz Reichen. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich hier drauf zugreifen kann. Aber ja, ich spiele gerade als Worker. Genau. Also für euch sieht es dann so hier aus. Das war gerade. So sieht's aus. Das heißt, ne, könnt ihr dann quasi kaufen. Genau. Was das hier hat, ich habe absolut keine Ahnung. Das ist halt eine geile Spitzhacke. Mit der kann man Sachen, also wenn man jetzt hier Gestein abbaut, dann wird daraus nicht Cobblestone, sondern es bleibt Gestein. Genauso wie wenn man Erze abbaut, werden daraus direkt Ingots. Also diese Barren. Hat natürlich den Nachteil, ne, man kann die in so einer Aufwertungsanlage, wo das Zeug geschliffen wird, und man dann zwei rausbekommt, funktioniert da natürlich nicht mehr, weil es sind bereits Barren. Aber für normale Spieler, die halt die Sachen normal verwenden, ne, hat man dann damit, erspart man sich das Brennen dieser Rohmaterialien. Und halt noch hier, ne, MK3, Bohrer und Laser. Andersrum, das ist der Laser, das ist der Bohrer. Für die Leute, die sich halt schon eine LV-Anlage leisten können, baunerweise, aber halt noch keine MK3-Bausachen. Und dann quasi die hier schon nutzen können, obwohl sie nur LV-Technik haben. Klar, wobei man natürlich sagen muss, mit LV diese Geräte zu laden, dauert ewig und 3 Jahre. Wir haben letztens mal nachgemessen, so ein Gerät mit LV aufzuladen, dauert geschlagene 25 Minuten. Mit MV aufzuladen, ein Fünftel davon, also 5 Minuten. Und mit HV, wieder ein Fünftel davon, also 1 Minute. Ja, das heißt, mit LV hat man hier lange Wartezeiten. Aber wenn man sowas mal braucht, kann man sowas dann trotzdem schön benutzen. Man muss halt nur ein bisschen länger warten, bis die Dinger fertig sind. Genau. Ja, und wie gesagt, das ist ja jetzt nur ein kleiner Markt. Und die auf die Fläche soll er nämlich, ich muss mal gucken, ob ich das wirklich bis hier hinten ran nehme oder ob ich mein Haus nicht ein bisschen Platz lasse. Aber auf jeden Fall so auf der Fläche hier kommt dann später ein richtiger Markt, Einkaufszentrum hin, wo man dann so mehrere Läden hat auf mehreren Ebenen. So ganz grobe Vorstellung habe ich da schon, aber mehr auch nicht. Und hier sind die Briefkästen von Walker, also meinem jetzigen Spieler. Kann ich euch also auch nicht zeigen, sehe ich gerade. Oh doch, ich kann euch zeigen, wie ich Sachen rausnehmen kann. Aber nicht wieder reinpacken kann. Tada. Wer schenkt mir 20 mal Erde? Leute. Wollt ihr mich verarschen? Okay, die ist noch gar nicht drin, okay. Genau. So, was ich euch noch zeigen möchte. Toadie hat Sachen gebaut. Sachen, die groß sind. Um nicht zu sagen, sehr groß. Ja. Oh, das Ding ist für LOL.
Ich wollte eigentlich gerade hier nur den Flughafen zeigen, aber er hat doch ein fucking Flugzeug gebaut. Gut, ich meine, bei der Distanz müsste er A ein bisschen niedriger sein und B schon die Landeklappen ausgeklappt haben. Die Räder ausgeklappt haben. Aber gut, sieht trotzdem geil aus. Vor allem Space Shuttle. Oh, da ist eine Kiste drin. Aber eine geschlossene. Okay. Ah, okay. So hat das mit dem Licht gemacht hier hinten. Ja, kann man natürlich schon machen. Also, nicht schlecht. Das ist mal geil. Ja, wie gesagt, hier hat er einen richtigen Flughafen und vor allen Dingen hat er jetzt hier einen Vergnügungspark. Wir haben einen fucking Vergnügungspark. Also, wenn das nicht krank ist, was dann? Der ist so abgefahren. Jetzt sogar richtig hier mit dem Einlass. Das auch blinkt, sehe ich gerade. Lol. Voll cool. Oh, man sieht die Beleuchtung. Interessant. Alter, wie einfach alles blinkt. Mag ich sehr. Ja. Also man sieht, auch geschützte Kisten. Okay. Hier ist noch nichts. Mal gucken, ob hier noch was kommt. Wenn ja, was hier kommt. Ich meine, ich gehe davon aus, weil hier ist ein Weg. Genauso gehe ich davon aus, dass hier auch noch weitergeht, weil da ist auch ein Weg. Also, er ist noch lange nicht fertig. Und ich muss auch mal gucken. Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt vor, hier so auf der Fläche dieses Einkaufszentrum zu machen. Das heißt, theoretisch hatte er die gesamte große Fläche hier hinten, abgesehen von dem Haus, wobei er das wahrscheinlich auch übernimmt, komplett auch zu benutzen. Genauso wie auch das hier noch benutzen kann. Siehst du, ich wollte ihn ja mal fragen. Ich wollte ihn tatsächlich mal fragen. Kann ich eigentlich jetzt sogar mal machen, jetzt wo ich mal dran denke? Hier. Das ist ja bei minus 290. Ist Todi on? Ja, nee, der hat sich auf jeden Fall abschiedet. Ich schreibe ihm mal eine Mail. Toadi. Hallo, ich bin es, Ronny. Du kennst mich vielleicht aus de Filmen wie Ronny der Adamo. Hallo Tony. Ich hatte die Idee, Komma, dass du dein Industrieviertel um einen Hafen bei, wo sind wir? Minus 290. Minus 290 erweitern könntest, da mein alter Güterbahnhof ja überflüssig geworden ist. Nur so eine Idee. Bam. Ne, also hier das Ding hier. Der hat da hier, war ja früher, kam er quasi vom Spawn hier hinter so ein Gleis, wo hier immer so ein Güterzug stand. Das Gleis liegt hinten sogar noch. Die war jetzt halt so ein Güterzug, aber im Rahmen der gesamten Bahnanlage. Wozu es mittlerweile sogar eine Map gibt. Wir haben eine fucking Map. Eine Streckennetz. Digga, was geht? Ja, deswegen ist er ja das hier gleich hier gekappt worden. Der Zug ist weg. Und dementsprechend habe ich halt schon immer so ein bisschen überlegt. Eigentlich würde sich das hier super genial anbieten für so einen Hafen. Jede größere Stadt braucht einen Hafen. Und wenn wir sogar ein fucking Flugfeld haben, ja, dann brauchen wir auch einen Hafen. So nämlich und nicht anders, meine Lieben. Ja, das war so eine Idee. Selbst wir haben einen Hafen. Gut, der ist nicht wirklich ein Schiffanlegeplatz, aber okay, egal. Ja. Ich wundere mich bei so, weil mittlerweile echt hart über manche Sachen. Zum Beispiel hier hinten der Rhabarber.
der ist früher gewachsen as fuck. Jetzt ist alles gewachsen, außer der. What the hell is going on? Zweite Sache. Hier wächst keine einzige Frucht mehr nach. Ich glaube, ich muss hier einfach mal wirklich mal eine Stunde rumstehen, damit die Dinger mal wieder hier ein bisschen wachsen. Also, na, keine Ahnung. Ja. Ja, so viel dazu. Das war alles, was ich hier. Eigentlich wollte ich ja Spawn sein. Hat sich sonst noch was beim Spawn geändert? Ich glaube, so größere Sachen nicht. Wie gesagt, er hatte noch viele, viele Kleinigkeiten gebaut. Wie halt hier zum Beispiel hier vorne. Ja, also Kleinigkeiten im Vergleich zu dem Turm. Ja, wobei fast. Na, egal. Auf jeden Fall das Ding hier. So ein Hotel. Mit zwei Einzelhäusern. Und ein fucking Schwimmbad. Und das Schwimmbad ist so gut gelungen. Wenn ihr hier reingehst, wir gehen natürlich über den Fraueneingang. Man erkennt gar nicht wieder, dass das hier mein Test ist. Wenn man hier so guckt, es sieht aus wie jedes. Also mich hat es irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte so ein Half-Life-Vibe. Obwohl das hier mit Half-Life eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber ne, so diese älteren Spiele, die jetzt noch nicht so extrem detailreich waren wie heutige Spiele. Ne, aber dadurch, dass du halt hier keine schrägen oder keine anderen Strukturen hast oder sowas, außer jetzt jemand Sprungbretter hier, kannst du wirklich vergessen, dass das hier mein Test ist. Sondern du denkst jetzt wirklich einfach eine richtige normale Badanlage, wie in jedem anderen Spiel auch. Erst wenn du so aus dem Fenster guckst, hier sind wieder, aha, eckige Bäume. Fuck, ist es mein Test. Ja, sehr geil. Oh, das Hören ist an. So, ja. Das war eigentlich so, das was ich auch grob so mal vom Spawn zeigen wollte. Lass ein Tapet raus. Genau. Ja, es hat sich also ein bisschen was verändert und es wird sich auch ein bisschen was verändern. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das Ding hier baue, aber ich weiß, dass es groß wird. Mindestens zwei Etagen, vielleicht sogar drei Etagen. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das ist nur so eine ganz, ganz grobe Vorstellung. Ja. So, dann gehen wir tatsächlich mal wieder raus hier. Und gehen mal wieder ins Rollings rein. So. Dann hätten wir mit dem Spawn auch schon. Briefkasten haben wir auch. Und dann kommt noch eine Sache. Alter, ist so viel passiert seit der letzten Aufnahme. Wie gesagt, die meisten Sachen durch Privatspiel. Und zwar würde ich gerne mal einfach, weil es geil ist, da muss ich aber überlegen, wie machen wir es am dümmsten. Ein größeres Feld bauen, was eingezäunt sein muss. Nö, machen wir nicht. Und zwar gibt es hier auf meinem Server, ich glaube, ich hatte es sogar mal erwähnt gehabt, Mates. Hada! Und sowas würde ich jetzt tatsächlich einfach mal bauen. Die Frage ist... Hallo Let's Player, na, wann fängst du mit dem Einkaufszentrum an? Hallo YouTube, Grüße geht raus. Nils, überstürzen. Aber wahrscheinlich noch heute. So. Erstmal brauchen wir so ein komisches Egg. Ja, weil wir wissen, alle Roboter schlüpfen aus Eiern. Kennt man so. Das heißt, wir müssen erstmal überlegen, welche Farbe nehmen wir eigentlich. Also rosa wäre natürlich auch wahrscheinlich schon ein bisschen zu heftig. I don't know. Oder richtig schwarz. Na, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier ein Ei bauen. Da brauchen wir Bronze und Schmiedeeisenbarren. Das klingt ja schon abstrakt.
Ach, Bronze haben wir natürlich nur dreimal. Für Bronze braucht man was? Kupfer und Zinn. Kupfer haben wir, Zinn haben wir und Spieleisen. Brauchen wir nur ein. Egal, nehme ich gleich alles mit. Alles! Apropos, du kannst da rein. Dankeschön. So. Wir brauchen das. Gibt es da noch andere Rezepte? Ja. Gut, da haben wir gleich 8 Stück davon. Was soll's. Ja. Bap und Bap. So. Gut. Dann haben wir schon ein Ei. So, das nächste, was wir jetzt brauchen, ist, wir brauchen eine Programmierdisk. Damit wir wissen, was dieser Roboter später machen soll. Da gibt es eigentlich 3, aber der eine hat keine Funktion. Das Basic-Ding. Also zumindest weiß ich nicht, was das Ding macht. Was wir machen wollen, oder was wir machen können, ist zum einen Farming. Da läuft der Roboter dann automatisch so ein Feld ab und immer wenn er was ernten kann, erntet er. Und wenn er was pflanzen kann, weil ein Feld leer ist, wo er gerade geerntet hat zum Beispiel, dann pflanzt er es wieder. Das Problem ist, der rennt halt immer so lange rum, wie er kann. Deswegen muss man den Zaun, dieses Feld abgrenzen. Sonst würde er einfach irgendwann wegrennen. So. Und dann gibt es halt noch dieses komische Torture. Da verliert der Mate automatisiert Fackeln. Und das will ich mal probieren, weil das Schöne ist nämlich bei dem, da läuft er halt uns hinterher. So, und da brauchen wir eine normale, eine leere. Ne, hier die mit den farbigen Punkten sind halt die bespielten. Und das hier ist eine leere Kassette. Da brauchen wir Obsidian für. Das klingt ja sehr interessant. Haben wir. Ja. Oh geil, warum haben wir so viel Obsidian? Holy shit. Alles? Danke. So, jetzt haben wir schon mal diese Programmierplatte und den Roboter an sich. Und die beiden müssen wir jetzt aber noch programmieren mit diesen beiden Geräten. Das hier, da brauchen wir Diamanten und Cobblestone. Cobblestone haben wir alles unten, ne? Ja. Gut, haben wir Diamanten hier? Tatsächlich, ja. Achso, können wir gleich mal gucken, was brauchen wir fürs andere Ding. Das hier brauchen wir. Ach, brauchen wir nämlich auch Diamanten. Und das hier wäre natürlich ein Name Tag, wäre natürlich nicht verkehrt. Und du, brauchen wir Mese. Und ja, ich sehe gerade schon, wir brauchen auch definitiv mehr Schmiedeeisen. Das heißt, dann nehme ich da gleich mal nochmal 2 Würfel mit. Stahlblock. Ne, Silber. Wo ist Stahl? Da. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Das war ja anders. Das war, dahin. So. Dann haben wir das hier schon mal. Easy. Und da brauchen wir noch einen Wassereimer. Dankeschön. What? Das Ding klaut den gesagt. Ach so, na, weil es ja. Okay, weil selber quasi so ein Eimer darstellen soll. Der hat einfach unser Wassereimer geklaut. Also mitsamt Eimer. Lol. Dann müssen wir uns da mal direkt neu craften. Das war Sinn. Warum sehen die Sachen alle so gleich aus? Das ist doch scheiße. Ich könnte jetzt auch direkt wieder Wasser reinmachen, aber. Viel zu voll für. So, haben wir schon mal die beiden Gerätschaften, die wir brauchen. Die müssen wir beide auch noch irgendwo hinstellen. Jetzt ist die Frage, wo genau stellen wir die Dinge eigentlich hin? Könnten wir hier hinstellen? Ich würde aber doch eigentlich schon gerne oben hinstellen. Hier zum Beispiel. Nee. Ja, doch, so kann man es machen. So, und jetzt brauchen wir nämlich. Achso, genau, wir können uns noch die Dinger hier machen. Da brauchen wir Papier, schwarze Farbe, Wolle.
Und das ist anderes Eisen, ne? Papier, Papier. 1, 2, 3. Schwarze Farbe. Und etwas Wolle. Wolle haben wir unten. Dankeschön. So, haben wir das Ding schon mal. Und das Ding hier, das brauchen wir später, um die Roboter wieder einzufangen. Das können wir nämlich auch machen. Und da brauchen wir rosa Farbstoff. Was haben wir noch gar nicht. Was brauchen wir noch? Wolle. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, rosa Farbstoff. Rot und weiß. Gut, lag irgendwie auf der Hand eigentlich, aber zum Denken ist mir definitiv zu warm. So. Aber es müssen wir eigentlich beides noch haben, ne? Wir haben weißen Farbstoff und wir haben. Ah, ne, halt, brauchen ja jeweils. Wir brauchen ja nicht jeweils nur eins. Denn wir bekommen ja zweimal rosa raus. Ist ja. Bam. So. Sieht aus wie so ein Zauberstab frisch von Salomon importiert. Das haben wir. Das haben wir. Ah, ne, haha, die Wolle fällt dann noch. Ach, leck mich doch. So, jetzt. Bam. Cool. Jetzt können wir, da hinten was, unsere Sachen programmieren. Weil, warum haben wir noch so viel Scheiße dabei? Tu da rein, tu da rein. Tu da rein. Tu da rein. So. Denn wir müssen nämlich, glaube ich, die Sachen in die Hand nehmen, damit wir sie reinpacken können. Also einmal so. Und einmal so. Ah ne, okay, wir müssen es eben anklicken. So, und hier haben wir jetzt. Scheiße, wir brauchen hier auch noch Farbe. So, das heißt, wir müssen uns überlegen. Leider sieht man hier vorher nicht, wie die Roboter denn aussehen, weil die haben teilweise auch verschiedene Kleidung und halt auch eine insgesamt andere Appearance. Da ich überhaupt nicht weiß, was ist, würde ich sagen, wir nehmen einfach schwarz wie die Nacht. So. Achso, da brauchen wir aber wahrscheinlich grau, ne? Ich nehme einfach mal schwarz mit. Vielleicht geht doch einfach direkt schwarz. Und wir müssen gucken, wir brauchen dieses Farming-Ding. Da brauchen wir orange für. Das heißt, wir brauchen einmal rot und gelb haben wir gar nicht. Beziehungsweise halt. Wir haben ja unser wunderschönes Wiki gehabt. Habe ich das noch drin? Ja, habe ich noch drin. Bam. So, dann gucken wir mal. Orange konnte man ja auf einer Orangenblume. Wow, das hätte ich mir auch denken können. Ich hatte gehofft, das gibt was anderes. Also letztendlich ist eigentlich alles aus Pflanzen, außer grün und schwarz. Ah ja, gut, was soll's. Mein Test. So, haben wir hier irgendwo eine orange Pflanze? Lila haben wir hier. Ah ja, ich habe eine gesehen. Aber leider nur eine einzige. Haben wir irgendwo noch eine Fläche, wo mehrere sind? Hier haben wir auch eine. Hier sind zwei. Nehmen wir die mit. Ah, schön. Kann die sich nämlich wieder unter Umständen ausbreiten. So, damit wir da ein bisschen mehr Farbe rausbekommen. Ich glaube, extrahieren ist effizienter, ne? Scheiße. Ja, genau. Was soll ich gerade sagen? Ich habe keine Ahnung. Okay, nee. Wir kriegen sowohl beim Mission 1, Mission 4. Das klingt ja fast wie Mission Impossible. Was kriegen wir denn? Ah, 4, okay, gut. Der braucht doch nicht extrahieren. So. Genau, wir haben schwarz, wir haben orange. Sollten wir alles haben. Um endlich diesen Roboter zu machen. So, hier brauchen wir nämlich jetzt den, ich würde gerne so machen, dass man das dann am Ende. Ah, nee. Man macht nämlich jetzt hier die Platte rein. Ach, und wir brauchen Kohle. Ah, okay, man sieht sogar schön die Platte drauf. Braucht man für den anderen hier auch Kohle? Ja, okay. Never mind. Bin gleich wieder da.
So. Okay. So, und da wollen wir jetzt den Orangen haben. Also einmal Farbstoff rein und jetzt. Ist das nicht geil oder was? Es dreht sich. Wie abgefuckt und abgeturnt ist das denn bitte? Wäre jetzt witzig, wenn er jetzt auch noch mit bisschen Musik spielt, so als richtiger Plattenspieler. Weil, seien wir mal ehrlich, genau das ist es ja. Gut, auch wenn der Laserarm hier ein bisschen komplett quer zur Platte steht, was ja normalerweise eher nicht der Fall ist. Aber gut. Na, fast fertig. Aha, geil. Und schon ist das Ding orange. Yeah, also Programm eine einzige Kohle. Cool. So, und jetzt kommt das Ganze ins Wasserbad. Da ist das gleiche Spiel. Wir machen, wie war denn das? Das Ei kommt bei Ei rein. Jetzt brauchen wir die schwarze Farbe. Und auch wieder einmal Kohle. Das sieht so gut aus. Ach, ist das schön. Na, auch fast fertig. Also, das ist die aktuelle Kohle, glaube, oder? Nee, ist einfach nur allgemein Fortschritt. Und das ist der eigentliche Vorgang. Und der ist gleich fertig. Ah. Nice. So, und schon haben wir ein Ei, einen Stab, eine Platte. So, und jetzt können wir das Ding nämlich irgendwo hinsetzen. Bam. Ah, ne, mit Linksklick. Bam. Aha. Jetzt können wir der guten einen Namen geben. Und da fangen jetzt die Probleme schon an. Wie nennen wir die? Boah, den Namen ausdenken bin ich ja super schwer. Also, super schlecht. Müssen wir den Namen geben? Glaube ja. Obwohl, der Owner ist bereits Ronix. Okay, das heißt, ich brauche ihr wahrscheinlich keinen Namen geben. Gut, können wir damit noch ein bisschen warten. Vielleicht fällt mir noch was ein. So, und jetzt hier können wir hier mit Rechtsklick raufklicken. Da wäre quasi ihr Inventar. Das heißt, in ihrem Fall könnten wir zum Beispiel Fackel reinmachen. Und um sie zu programmieren, also programmieren, wir müssen quasi nur die Scheibe reinpacken bei Core. Bumm. Und schon. Aha, gut, jetzt springt die hier, weil die wahrscheinlich mit unserem Teppich nicht, mit dem Teppich nicht klarkommt. Wir gehen mal hier kurz raus. Und schon läuft sie normal. Yay, weil die jetzt dann natürlich denkt, weil die Teppichblöcke sind ja flache Blöcke, aber sie betrachtet das Ganze einfach als Block und versucht deswegen raufzuspringen. Deswegen hat sie da gerade im Haus so rumgesprungen. Aber jetzt folgt sie uns einfach. Ist das nicht das Süßeste, was es gibt auf dieser Welt? Gut, hier ist natürlich das Gleiche. Ich versuche es jetzt auch. Und ja, wie man sieht, hier macht sie keine Fackeln, weil es hell genug dafür. Ey Mädel, was ist los mit dir? Genau, ich nenne sie einfach Mädel. Lol, als sie da mit dem Trepp nicht klarkommt. Was? Da ist es dunkel? Als ob es da so dunkel ist. Was ist denn los mit dir, Amanda Kolben? Ja, aber genau jetzt, sieht man es auch. Sie hat jetzt quasi ein Stack in die Hand genommen. Und da, ne, kann sie jetzt quasi damit arbeiten. Man kann also mehrere Stacks reinpacken.
Die Frage ist, können sie auch mit dem Zug überfahren? Also, okay, also ich sehe gerade bei den Schrägen, funktionieren sie scheinbar gar nicht so gut. Das ja, unfortunately. Dann müssen wir hier hochgehen. Das ist ja interessant. Jetzt packt ihr einfach so ein Ding auf den Bahnsteig, ich glaub's ja. Ja, ist schon ganz cool. Man kann sie einmal anklicken. Bupp. Jetzt sieht man da oben auch. This mate is paused. Jetzt kann ich einfach auch reingehen. Passiert gar nichts mehr. Kann sie nochmal klicken. Jetzt funktioniert sie wieder. Oder man kann auch einfach ihre Programmierung rausnehmen. Dann bleibt sie auch stehen. So. Dann nehmen wir immer die Fackeln weg. Ach, das geht gar nicht. Was? Ach nee, man muss das, glaube ich, erstmal hier reinpacken und jetzt kann man es rausnehmen. Ah, so war das. Okay. Nevermind. So, und jetzt funktioniert sie quasi trotzdem. Also, sie läuft dann hinterher. Sie macht halt nur nichts mehr, weil sie nichts mehr im Inventar hat. So, bauen wir jetzt mal die Fackeln ab. Ach, jetzt auch einen gepackt. Du bist ja dumm. Was muss mit dir? Chantal. Oh, aber runterlaufen kannst du, oder? Ja, naja. Gelten wir mal als ja. So, und wie gesagt, einfangen tust du mit dem Stab. Dann wird daraus wieder so ein super süßes Ei. Jetzt sieht man auch, dieses Ding hat so eine graue Umrandung, weil das Ding ja bereits konfiguriert ist. Sprich also, es hat einen Owner, es hat einen Namen. Wenn es eins hat, hat es einen Namen. In unserem Fall noch nicht. Armes Ding. So, und jetzt gehen wir mal tatsächlich. Oh, das Ding ist da. Dankeschön. Dankeschön. Gehen wir mal ganz tief in eine Mine, wo es noch hoffentlich ein bisschen dunkel ist. Alles schon ausgeleuchtet. Verfluchte Scheiße, aber auch. Ah, hier ist noch ein bisschen wenig ausgeleuchtet. Den gehen wir mal. Okay, ich nehme alles zurück. Hier ist auch alles ausgeleuchtet. Okay, hinten nicht. Das heißt, wir können eine Fackel in die Hand nehmen. Ne? Dadurch sehen wir ja. Aber hinter uns wird es halt wieder relativ schnell dunkel. Und genau da kommt jetzt sie ins Spiel. Wir platzieren sie einfach. Linksklick. Mal kurz, ich muss noch mal kurz im Licht zeigen. Ja, das Problem ist, dieser Zauberstab hat nur eine begrenzte Lebensdauer. Süße Animation. So, jetzt Fackel nach da. Und die, achso, halt, eine brauchen wir. Weil wir brauchen ja selber Licht. Und jetzt sieht man schon, vielleicht gleich. Aha. Überall, wo wir lang gelaufen sind, macht sie jetzt einen Weg der Erleuchtung. Also wenn das nicht genial ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, hier ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu schmal. Weiß ich gar nicht. Warum ist der Dungeon Master? Schnauze. Naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, so funktioniert sie halt. Ist relativ geil. Halt mal den Mund jetzt. Ich rede ja. Oh, warum bitte? Hä? Fehlen ein paar Texturen oder gibt es da Texturen? Habe ich schon ein Schwert dabei? Nö. Schade. Der gibt immer so guten Loot-Stuff eigentlich. Na gut, manchmal. Egal. Ignorieren wir einfach mal gekonnt. Ja, auf jeden Fall, ne, kann man. Also zum einen können wir es jetzt einfach nutzen, dass sie uns hinterherläuft, indem wir ihr einfach keine Fackeln geben. Option 1. Oder wir nutzen sie halt wirklich, wenn wir hier in Höhlen unterwegs sind. Aber ganz ehrlich, wann sind wir das schon mal? Ja, die Zeiten sind bei uns leider lange vorbei. Da sind wir schon zu modern für. Wir haben sogar ein fucking AKW. Ja. Schmeiß ich jetzt einfach mal hier hin. Nehmen wir mal kurz die Fackeln weg. Dankeschön. Und ja, jetzt haben wir einen Roboter, der die ganze Zeit immer hinterherläuft. Ist das nicht süß? The cuteness is endless. Und der bleibt schon wieder hängen. Was mit dem Mädel? Mann, Alter. So eine Drama Queen. Ich kann keine Stufen laufen. Gut, dann, ja, soll es das mit der Folge erstmal gewesen sein. Und ich muss mal gucken wegen Namen, ob mir da irgendwas Sinnvolles einfällt. Wenn ich dran denke. Bis dann.